Moin Moin, hier ist mal wieder Bernhard Kleins, wo ich grüße euch. Es geht weiter mit der Seewelle diesmal. Und da ist eigentlich nichts weiter neu. Ah doch, ist doch was Neues dazugekommen. Und zwar, da ist ein Renault-LKW rausgekommen. Und den habe ich mir gekauft. Und auch schön von Tropa den Trailer dazu. Ich habe den Trailer fast 37.000 Liter Sand. Also den kann ich nur hier unten beim hier beim Radlader benutzen. Oben, wo vorhin der Traktor gestanden hat, wo man auch Sand da kann aus dem Behälter. Da lädt er komischerweise keinen Sand. Aber hier unten habe ich das gut also hingekriegt, dass er nach vielen Kursblähversuchen, dass der Radlader also automatisch und schön vor allen Dingen Sand verlädt. Und also auch selbstständig, alles was ich noch machen muss, dass der LKW da ist, dass der also auf Abfahren oder auf Weiterfahren gedrückt werden muss. Hier hast du noch was, hier auf dem Feld, wo ich Mais anbaue für den Fermenter. Da muss das Feld vorher erst gekubbert werden. Ah, hier ist noch ein LKW für die Geras abzufahren. Ja, hier ist der LKW. Das war eine langwierige Geschichte, den hinzukriegen, damit er auch schön geladen wird. Auch hier so der Renault hat schöne Lackierungen drauf. Ich weiß nicht, ob man das so sehen konnte. Ja, da kann man eigentlich schön sehen jetzt. Und auf alle drei Seiten, Fahrerseite, Beifahrerseite und auch. Wird schön gemacht. Gut, und der Innenraum könnte noch ein bisschen besser gemacht werden. Also ein bisschen klarer alles. So, und hier ist erstmal ein Tracker. Der kann komischerweise hier aus dem Dings laden, aus dem Silo Sand laden. Schade, nur dass da nur die eine Abladestelle vorhanden ist. Naja, ist gut, dann langt auch. Da ist eigentlich nur Geld, damit, wenn nichts zu tun ist, dass das hier dann also Geld mitgemacht werden kann. Wenn die eine alles erntet, dann quatscht erstmal alles noch zu ernten. Nicht zu ernten, Blödsinn. Muss erstmal alles hier, ich weiß nicht, ich komme hier auf Namen. Erstmal alles vor allem wachsen, so ein Wachstum. Und hier ist eine BGA. Das Lackament, das geht auch nicht so schnell, aber da bringt immer ordentlich Geld. Naja, wollen wir schauen, was wir in der nächsten Folge machen. Da werden wir auch schon wieder was finden, was wir da auch neu auf der runterladen, neuen Mod, was dazu kommen kann, oder vielleicht getestet werden kann nochmal. Na gut, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und sage Moin Moin, euer Bernhard Kleins, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.